Volkswagen Touran 1.9er TDI, Baujahr 2009 mit einer Laufleistung von 271.000 Kilometern. Die Motorkontrollleuchte ist aktiv, der Motor ruckelt stark beim Beschleunigen und hat keine Leistung. Fehlerspeichereintrag G70, Luftmassenmesser unplausibles Signal. Leider kann man aus den gespeicherten Umgebungsdaten nicht genau ablesen, warum das Signal für Luftmasse unplausibel ist. Am besten lassen sich solche Fehler während der Fahrt diagnostizieren. Dafür suchen wir uns die Messwerteblöcke für Luftmasse raus. Im Block 10 sehen wir, dass der Wert erstmal plausibel erscheint. Aber bei Last und einem Ladedruck von ca. 2 bar erreichen wir nicht den Sollwert von mindestens 850 mg pro Hub. Eine nicht ausreichende Luftmasse kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel ein verstopfter DPF oder Katalysator, AGR-Ventil, undichte Ladedruckstrecke und so weiter. Dadurch, dass in diesem Fall eine geringe Leistung mit einem starken Ruckeln begleitet wurde, haben wir uns entschieden, die Nockenwelle auf Verschleiß zu prüfen. Dafür muss der Ventildeckel abgebaut werden. Die Kipphebelachse erschwert etwas die Sicht. Aber wenn man den Motor in Drehrichtung verdreht, werden die Nocken für die Einlass- und Auslassventile sichtbar. Wie wir hier sehen, ist die Nockenspitze vom vierten Zylinder in einem guten Zustand. Aber die vom dritten Zylinder ist komplett eingelaufen und es ist keine Spitze mehr zu sehen. Das ist unser Fehler und die Erklärung dafür, warum der Motor wie auf drei Zylindern läuft und nicht die Sollluftmasse erreicht. Weil das Ventil nicht richtig oder gar nicht öffnet und der Zylinder sich nicht mit Frischgasen befüllen oder die Abgase ausstoßen kann. Die Nockenwelle, Hydrostößel und Nockenwellenlager wurden ausgetauscht und somit der Fehler behoben.